Sehr verehrte Damen und Herren der Presse, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz und wir danken Ihnen, dass Sie es teilnehmen konnten. Frau Ministerin Martin und Regierungsministerin, Herr Brotkorb, der Vorsitzende des Aufsichtsrates, sowie der amtierende ärztliche Vorstand Professor Junghans und der stellvertretende ärztliche Vorstand Professor Scharfmeier und auch ich als stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes werden kurz Statements abgeben. Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir insgesamt eine Stunde eingeplant haben. Die beiden Herren Klinikdirektoren sind Ärzte und haben die Aufgabe, eine Klinik zu versorgen. Sie leiten große Kliniken und daher bitten wir Sie diesbezüglich um Verständnis. Und damit darf ich an Herrn Kortrab übergeben, die Statements einzuleiten. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen und herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. In den letzten Tagen hat die Öffentlichkeit ja das Thema Universitätsmedizin in Rostock sehr bewegt und es sind sehr viele Fragen entstanden und die würden wir gerne heute auch beantworten. Im Hintergrund, das wissen Sie, ist ein Schreiben von Chefärzten der Universitätsmedizin in Rostock von vor ein paar Wochen, wo zum Ausdruck gebracht wurde, dass aus Sicht der Klinikchefs der Sanierungsprozess durchaus noch einer Korrekturbedarf, dass darauf hingewiesen wurde, dass an der einen oder anderen Stelle nachgesteuert werden muss. Sie wissen auch, der Aufsichtsrat hat binnen weniger Stunden, kann man sagen, gemeinsam mit der Landesregierung diesen Brief ausgewertet, die Argumente auch sehr ernst genommen und entsprechende, bereits am 4. August entsprechende Entscheidungen getroffen. Ich darf noch einmal kurz in Erinnerung rufen. Auf der einen Seite hat sich die Landesregierung dazu Format, den sicherlich noch mehr ausführen, dankenswerterweise bereit gefunden, Geld zur Verfügung zu stellen, um mehr Stellen in der Kinder- und Jugendmedizin am Standort Rostock zu finanzieren. Der Aufsichtsrat hat seinerseits für dieses Jahr 2 Millionen Euro zusätzlich freigegeben und im nächsten Jahr 5 Millionen Euro, um etwaige Herausforderungen im Klinikbetrieb schnell abstellen zu können. Die Arbeit an diesen Maßnahmen läuft bereits. Dazu werden die Kollegen Klinikchefs ausführen, die unmittelbar auch daran beteiligt sind. Wir haben drittens uns darauf verständigt, dass wir uns mittels eines Gutachtens mal ansehen werden, welche Nachteile die Universitätsmedizin Rostock gegenüber anderen Standorten hat und was das eigentlich auch für den wirtschaftlichen Betrieb und die Sanierung bedeutet. Die Nachteile sind ganz einfach zu erklären. In Deutschland ist es inzwischen weitgehend üblich, dass Sie ein Zentralklinikum haben, an einem Standort alles vereint. Das hat viele große Vorteile. Unter anderem den, dass Sie das Ganze mit weniger Aufwand betreiben können. Sie müssen nicht ständig hin und her fahren. Das sind schon deutliche Kosten. Wir werden uns anschauen, wie die Situation sich hier in Rostock im Moment im Vergleich zu anderen Kliniken darstellt und welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen. Aber in diesem nächsten Jahr ist ja die Vorsorge schon getroffen. Und wir haben viertens, damit ich ausdrücklich im Namen der Universitätsmedizin Rostock bei der Landesregierung bedanken, in Aussicht gestellt bekommen, dass wir gemeinsam einen Zukunftspakt für die Universitätsmedizin Rostock auf den Weg bringen. Der bezieht sich im Wesentlichen darauf, die bauliche Situation schnellstmöglich auf den Standard zu bringen, den wir beispielsweise mit der Eröffnung des Gebäudes für zentrale medizinische Funktionen in ein paar Monaten schon mit einem riesigen Schritt erreichen werden an diesem Standort. Ein Bau, der modernste Klinikbau des Landes wird das dann sein, mit einem Umfang von 200 Millionen Euro. Und der wird sicherlich einen deutlichen Schritt nach vorne gehen. Und diese Strategie soll in einem Zukunftspakt noch mehr ausgestaltet werden. Sie wissen auch, dass sich in der Führungssituation der Universitätsklinik etwas verändert hat. Der Aufsichtsrat hat da seine Entscheidung getroffen. Ich möchte mit Herrn Professor Reisinger bedanken, dass er bereit ist, jetzt den amtierenden Vorstandsvorsitzenden in der Funktion auszuüben. Bei Herrn Professor Junghans dafür, dass er neben der Leitung der Hämatologie und Onkologie jetzt in die Funktion des ärztlichen Vorstands übernimmt und natürlich bei Herrn Professor Scharfmeier und allgemein des Reichenbogen im Leiter der Klinik für Chirurgie, dass er als stellvertretender ärztlicher Vorstand Herrn Junghans da zur Seite steht. Denn es gibt viel zu tun, es gibt viele Prozesse aufzuholen. Deswegen ist es gut, wenn viele daran engagiert mitwirken. Das zunächst von mir und herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Brotkorb. Herr Kollege Junghans, bitte als amtierender ärztlicher Vorstand. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich spreche zu Ihnen als ärztlicher Vorstand und das bedeutet, wir stehen für die medizinischen Abläufe. Das heißt, wir schauen uns eigentlich an, wie sind die Abläufe zu optimieren, was aus Sicht des Patienten, aus Sicht der Angehörigen und aus Sicht der medizinischen Versorgung. Und Herr
Aufsichtsratsvorsitzende Brotkopp hat das eben schon ausgeführt. Ich glaube, man muss vorher schicken, gerade bei dem Standort Rostock, eine moderne Universitätsmedizin verfolgt ein Ein-Campus-Konzept. Das bedeutet, die moderne Medizin gruppiert sich um den Patienten und man hat verschiedene Spezialgebiete, die man praktisch mit sehr kurzen Wegen zum Patienten bringt. Früher war das ganz anders, historisch gesehen. Dort hatte man aus Infektionsgründen praktisch die Kliniken getrennt gebaut. Rostock als eine der ältesten medizinischen Einrichtungen hatte das im Speziellen. Aber das, was vielleicht noch vor einer Dekade ein sinnvolles Konzept war, muss man sagen, wird inzwischen durch die Digitalisierung, durch die moderne Medizin komplett überholt. Und deswegen hat die Universitätsmedizin auch schon in der Vergangenheit alles dran gesetzt, Standorte zu reduzieren und alles auf dem Campus. Und Herr Brotkopp hat das eben angesprochen, das zentrale Multifunktionsgebäude führt das ja auch schon im Namen, wir führen Funktionen zusammen, damit wir schneller und umfassender uns dem Patienten widmen können. Ich bitte um Verständnis, dass Herr Schafmeier und ich, die sehr kurz jetzt praktisch amtierend hier tätig sind, in vielen Bereichen noch nicht so detailliert Stellung nehmen können. Aber die Kinderklinik, die war ja in aller Presse, dazu möchte ich Stellung nehmen, weil die liegt uns natürlich alle sehr am Herzen. Die stationäre Versorgung von Kindern ist in Rostock zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen oder ist gefährdet. Wir haben praktisch sehr engagierte Ärzte, die hier praktisch sich um die Kinder kümmern. Wir haben viele Spezialisten an Bord. Wir haben aber auch, und das muss man einfach so sehen, einen infrastrukturellen Nachteil, wenn es darum geht, wie kriegen wir neue Ärzte an Bord. Weil jeder Kinderarzt, der praktisch sich bewirbt, fragt, habt ihr eine eigene Neonatologie? Und wir haben in Rostock 38 Planbetten Kindermedizin hier mit dem Unicampus und die anderen 33 Planbetten sind eben am Campus Südstadt. Und wir wollen in diesem Prozess, wie wir das lösen können, dass auch unsere Ärzte das wieder für attraktiv betrachten, hier am Standort zu arbeiten oder noch attraktiver zu betrachten, dann müssen wir an kleinen Stellschrauben drehen, um die Attraktivität zu erhöhen. Wir haben Stellschrauben, in denen wir zum Beispiel sehr starke Forschungsschwerpunkte haben. Das bedeutet, dass Ärzte hier an den Standort kommen, weil sie sagen, ihr habt einen starken Neurowissenschaftenschwerpunkt, Onkologie-Schwerpunkt. Das ist eine Stellschraube. Wir haben super Studenten, die wir probieren zu überführen, dass wir sie praktisch schon im Studium versuchen zu begeistern, bei uns an der Universitätsmedizin oder auch jetzt hier in der Kinderklinik zu beginnen. Und wir haben auch sehr gute Oberärzte und Leiter in der Kinderklinik, die uns hier diesbezüglich helfen. Andere Dinge, und da freuen wir uns sehr, dass die Politik uns da ganz stark auch zur Seite steht. Wir werden in diesen Prozess eintreten, wie wir die Kinderklinik zukunftsfähig aufstellen können. Wir haben einige Maßnahmen gemacht, die wir ad hoc sehr schnell auch durchführen können. So werden wir, wie wir auch in anderen Klinikbereichen das machen, die Forschungslabore aus den patientenversorgenden Bereichen rausziehen. Das haben wir in der inneren Medizin bereits gemacht, in der Chirurgie ist es auch schon vollzogen, das werden wir hier auch in der Kinderklinik machen, sodass wir mehr Ambulanzfläche für die Kinderklinik zur Verfügung stellen und wir haben dadurch auch mehr Bereich, zum Beispiel für das sozialpädiatrische Zentrum. Wir werden versuchen, und auch das ist eine Maßnahme, Forscher oder auch Leitungsebene verstärkt hier an den Standort zu rekrutieren. Und das sind verschiedene Dinge auf dem Weg. Ich glaube, dass da die Folgeredner dazu Stellung beziehen werden. Also insgesamt muss man sagen, eine kleine Kinderklinik gilt es so strukturell aufzustellen, dass sie auch für die Mitarbeiter entsprechend attraktiv ist. Wir vom Vorstand versuchen das, probieren die Abläufe so zukunftsfähig auch aufzustellen, dass dann praktisch alle sagen, ja, hier arbeite ich gerne und dass natürlich die Kinder und die Eltern in dem Fall dann auch sagen, ja, hier fühle ich mich absolut weiterhin sicher aufgehoben, aber auch natürlich dann zukunftsfähig aufgehoben. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Jungmanns, Herr Kollege Schafmeier, das ist der Stellvertreter der Sicherheitsleute, der ist ja auch ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich verantworte hier an der UMR die Lungenchirurgie, die Bauchchirurgie, die allgemeine Chirurgie, die Gefäßchirurgie und die Transplantationschirurgie. Und in der Chirurgie ist es so, dass täglich auch große
Herausforderungen und Probleme da sind. Und mein Team und auch die Patienten erwarten, dass wir diese schnell und pragmatisch lösen. Und dafür stehe ich auch. Und ich freue mich über das Vertrauen vom Aufsichtsrat, vom Ministerium und natürlich auch vom Vorstand, dass ich hier meine Arbeit oder die chirurgischen Skills des Pragmatismus hoffentlich in den Vorstand mit einbringen kann. Ich bin vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein hierher gekommen. Da hat es in den letzten 15 Jahren, bin seit 2 Jahren hier, viele Veränderungen gegeben. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ist neu gebaut und zählt zu den modernsten Einrichtungen im Land. Die UMR ist auf dem Weg dorthin. Die UMR hat viele strukturelle und bauliche Probleme. Die müssen angegangen werden und sind in den letzten Jahren auch schon angegangen worden. Es hat immer wieder natürlich auch, wenn man Probleme versucht zu lösen, gibt es auch neue Probleme. Diese Probleme, und wenn es um das Wohlergehen der Patienten und das ärztliche Handeln angeht, dann sind wir auch aufgefordert, hier das aufzuzeigen. Und das ist mit offenem Visier gemacht worden. Es hat sehr konstruktive, offene Gespräche gegeben. Daraufhin ist dann sofort gehandelt worden. Und es ist auch akut Geld zur Verfügung gestellt worden, 205 Millionen Euro. Wir haben sehr konstruktiv mit den anderen Chefs zusammen, mit der Verwaltung, zusammen mit dem kaufmännischen Vorstand in der Personalabteilung hier den Bedarf mit den Klinikdirektoren nochmal genau abgefragt. Wie können wir einzelne Kliniken verstärken, nicht nur im ärztlichen Bereich, sondern auch im Funktionsdienst oder in anderen Diensten und haben versucht diese Woche mit mehreren ganz langen Treffen hier einen Personalschlüssel zu machen und versucht diese Gelder nun aktiv den Kliniken zur Verfügung zu stellen. Hier wurde schnell gehandelt und im Zusammenschluss mit dem Vorstand und auch den Klinikchefs. Ich denke, das ist ein gutes Beispiel, wie wir hier auch weiter agieren wollen. Was ich auf jeden Fall auch sagen möchte, und da bin ich ziemlich erschrocken gewesen, ein Oberarzt hat mir am letzten Freitag berichtet, dass eine Patientin abgesagt hat, weil hier ja an der UMR nur Chaos ist. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, hier werden jeden Tag über 1000 Patienten behandelt an der UMR. Hier übernehmen mindestens jeden Tag einen Patienten aus anderen Krankenhäusern. Wer hier in der Gegend wohnt, weiß, wie häufig der Hubschrauber hier landet. Es werden absolute universitäre Spezialleistungen hier jeden Tag vollbracht. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist eine sehr komplizierte Lebertransplantation durchgeführt worden. Bei einer Patientin, die eine ganz seltene Lebererkrankung hat, hierzu sind Mitarbeiter aus dem Frei gekommen, eine hohe Bereitschaft, hier Patienten exzellent zu versorgen. Und diese Mitarbeiter geben hier für die Patienten jeden Tag alles, nicht nur Ärzte, Pfleger, sondern auch anderes Personal. Und diese Spezialleistungen werden auch vollbracht. Und ich glaube, alle Mitarbeiter, die auch in den letzten Monaten auch mit Corona oder andere besondere Leistungen hier im Militär erbracht haben, haben unseren ganzen Respekt und Wertschätzung verdient. Vielen Dank. Herr Kollege Scharfmeier, vielen Dank für diese Einschätzung. Und ich darf von meiner Seite bestätigen, ja, wir stehen vor Herausforderungen, diese sind in erster Linie personeller Natur. In einigen unserer Kliniken und insbesondere in der Kinderklinik. Covid, wie Sie wissen, hat die Krankenhäuser ausgezehrt und die DRG-Finanzierung trägt auch dazu bei. In Rostock haben wir durch das vorher bestehende Defizit natürlich nicht die Pool-Position oder die Pool-Position gehabt, sondern erschwerte Ausgangsbedingungen. Darüber hinaus haben wir Platzmangel. Wir brauchen insbesondere in der Kinderklinik weitere Flächen. Da sind wir aber in guten Gesprächen. Herr Kollege Junghans, Herr Petersen, unser kaufmännischer Vorstand und ich haben letzte Woche Pläne geschmiedet, die ja ganz schnell der Kinderklinik zu neuen Flächen, die wir nicht am Land einführen können.
das in der letzten Woche eröffnete Biomedikum, Frau Minister, Sie waren dabei, das trägt jetzt dazu bei, dass wir Forschungsflächen hier aus dem Gebäude ins Biomedikum überführen können und hier ganz schnell Platz freimachen können für die Kinderklinik. Im jetzigen Vorstand wollen wir gemeinsam die Herausforderungen schnellstmöglich lösen. Nicht alle gleichzeitig. Vordergründig ist die Kinderklinik und natürlich auch die Vorbereitung auf die nächste Welle von Covid. Gemeinsam mit allen Schwestern und Pflegern, Ärztinnen und Ärzten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden wir das schaffen. Wir werden mit dem ruhigen Fahrwasser kommen. Wir werden die klinische Versorgung in der Qualität eines Maximalversorgers weiterhin sicherstellen. Verehrte Damen und Herren, die Landesregierung hat uns, und das wissen viele nicht, auch im letzten Jahr sehr stark unterstützt, auch finanzieller Art. Wir haben Personalstellen dazu bekommen, denken wir an den Studiengang Hebammenwissenschaften beispielsweise. Wir haben Investitionen bekommen, ganz unbürokratisch, innerhalb von 24 Stunden. Denken Sie an die Herz-Lungen-Maschinen, wo 10 Geräte, 10 ECMO-Geräte innerhalb von wenigen Tagen fürs ganze Land, für alle großen Kliniken im Land angeschafft worden sind. Wir haben das Biomedikum eröffnet und Frau Minister Martin im letzten Jahr, das war im März, hat es von Ihrer Seite einen Erlass gegeben und Sie haben uns innerhalb von 15 Minuten eine Dispens zu diesem Erlass gegeben, damit wir die Medizinstudenten hier vor Ort auch in Präsenz ausbilden können. Dafür danken wir Ihnen und wir bitten Sie weiterhin um Ihre Hilfe. Frau Minister Martin, bitte. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen Dank und diese Bitte nehme ich sehr gerne auf und sage hier ganz klar, die Landesregierung steht zur Universitätsmedizin Rostock. Für uns hat die UMR hier im Land eine ganz herausragende Bedeutung in Forschung und Lehre, aber auch natürlich in der Krankenversorgung. Und hier arbeiten exzellente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen, auf allen Ebenen. Ich möchte auch allen hier auch mal danken für den täglichen Einsatz. In den letzten 17, 18 Monaten war das eine ganz besondere Herausforderung, aber auch so ist die Arbeit hier exzellent und wir haben es gerade auch gehört von allerhöchster Motivation hier im Haus. Und dafür danke. Die Anforderungen, wie gesagt, und in der Corona-Pandemie haben diese Herausforderungen nochmal erhöht. Ich möchte mich auch bedanken den drei Herren, die hier sitzen, die drei Professoren, die jetzt hier in ganz besondere Verantwortung noch einmal treten, Verantwortung übernehmen in dieser Situation. Dafür herzlichen Dank und auch dafür, dass Sie und Herr Professor Reisinger hat es gerade schön ausgedrückt, jetzt dafür sorgen werden, dass das Klinikum, dass die Universitätsmedizin Rostock wieder nachhaltig und langfristig in ein ruhiges Fahrwasser kommt. Darum geht es. Es geht darum, dass wir die Patientenversorgung hier, die Versorgung der großen und kleinen Patientinnen und Patienten sichern und dass wir die Stärke und die Exzellenz des Universitätsklinikums weiter ausbauen. Ich möchte, Sie haben es jetzt gerade gehört, nochmal betonen, wir haben über die vergangenen Jahre und auch vor allen Dingen jetzt in dieser Situation sehr schnell gehandelt und die Unterstützung des der Universitätsmedizin sehr schnell auch gewährt, nach Bekanntwerden der Situation hier an der Kinder- und Jugendmedizin haben wir Anfang des Monats, also bereits am 4. August, zusätzliche Hilfen als Land auch gewährt, nämlich für dieses Jahr, also 2021, 2 Millionen, fürs nächste 5 zusätzliche Millionen. Wir haben außerdem weitere Stellen auch an der Kindermedizin zugesagt. Das Land wird in den nächsten 3 Jahren 3 zusätzliche Stellen anteilig finanzieren. Hinzu kommen 2 zusätzliche Professuren im Bereich der Forschung und einige von Ihnen, die das Thema ja auch ständig verfolgen, wissen, dass wir im Rahmen des Deutschen Zentrums für Kinder- und Jugendgesundheit auf Bundesebene den Zuschlag erhalten haben, hier in Mecklenburg-Vorpommern, einen Anschub
einen Anschub, also Anschubfinanzierung. Wir kriegen 2 zusätzliche Forschungsprofessuren im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin. Es ist sowieso ein ganz hervorragendes Signal für das Land, dass wir in diesem Bereich mit tätig sind. Das ist großartig. Wir werden auch zusätzliche investive Mittel zur Verfügung stellen als Land dafür. Und ich glaube, das kann man auch nicht groß genug schätzen, dass wir da auch eben im Forschungsbereich sehr stark sind und auch sein werden. Wir wissen aber alle auch, dass das Grundproblem der Kinder- und Jugendmedizin ist, dass sie eben im Bereich des DRG-Systems nicht so ausführlich finanziert ist, wie es sein müsste. Das ist nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern so, das ist deutschlandweit so. Wir haben als Landesregierung uns im Bundesrat dafür stark gemacht, wir haben eine Bundesratsinitiative eingebracht, um das zu verändern, dass den Kinder- und Jugendmedizin aus diesem DRG-System rausgenommen wird. Wir können natürlich jetzt nicht darauf warten, dass das auf Bundesebene schnell organisiert wird und wir uns dann schnell durchsetzen mit dieser Bundesratsinitiative. Sie hat aber eine Mehrheit gefunden im Bundesrat, insofern sind wir da auch Seite an Seite mit anderen Bundesländern. Wir haben aber, und ich habe es ja gerade beschrieben, natürlich parallel hier ad hoc auch zu agieren und zu unterstützen, was wir auch sehr gerne tun. Wir haben es gerade auch gehört, wir haben zusätzliche Mittel insgesamt für die Unimedizin zur Verfügung gestellt. Wir haben im Nachtragshaushalt die Möglichkeit gehabt, das ein Sondervermögen für die Unimedizin zur Verfügung zu stellen, zu gründen. Wir haben 400 Millionen in diesem Sondervermögen, da geht es um Bau und um Geräte. Wir haben hinzu kommen nochmal zusätzliche Mittel aus dem EFRA, also Europamittel, wo wir für klinische und Forschungsgeräte zusätzliche Kapazitäten schaffen können. Wir haben insgesamt zusätzliches Geld in etwa 126 Millionen, in der Höhe von etwa 126 Millionen in diesem Rahmen auch zur Verfügung gestellt und können damit dann eben auch die nächsten Jahre eine klare und verlässlichere Finanzierungslinie haben. Dieses Sondervermögen ist auch etwas sehr Sinnvolles, um hier auch flexibel und auch sinnvoll agieren zu können im Bereich der Investitionen. Wir haben, das ist auch, glaube ich, Ihnen bekannt, wir haben die Bauhütten, sind jetzt in der Einrichtung. Da gibt es auch jeweils für beide Universitätskliniken in Universitätsmedizin jeweils 5 zusätzliche Stellen, wo Bauhütten sogenannte gegründet werden. Das heißt, im Bereich des Baus, der Planung, der Umsetzung, dass dort die Verantwortlichen vor Ort der Universitätsmedizin zusammen mit den Verantwortlichen aus der Landesregierung arbeiten können, kürzere Wege, bessere Kommunikation. Und wir erhoffen uns da natürlich, dass die Umsetzung der Investitionen, dass wir da schneller und effektiver auch arbeiten können. Den Zukunftspakt hat der Aufsichtsratsvorsitzende erwähnt. Wir haben zugesagt und sind ja mitten auf dem Weg, einen Zukunftspakt der Landesregierung mit der Universitätsmedizin Rostock, wo wir das gemeinsame Ziel haben, unter anderem das Zentralklinikum am Standort Schillenallee weiterzuentwickeln. Das Biomedikum wurde schon genannt. Wir sind da auf dem besten Wege und diesen Weg wollen wir gemeinsam fortführen und dafür werden wir diesen Zukunftspakt zugesagt. Vielleicht nochmal, wir haben es zum ZMF, also zum Gebäude für zentrale medizinische Funktionen. Hier entsteht das wirklich modernste medizinische Gebäude, was wir im Land haben. Das ist in wenigen Wochen, wird es soweit sein, dass es auch eröffnet werden kann. Der modernste Klinikneubau. Insofern ist auch da, zeigen wir in die Zukunft. Dieses Universitätsklinikum entwickelt sich in die Zukunft und wir haben noch viel vor gemeinsam. Und ich glaube, das wurde auch gerade aus den Statements der Herren ganz klar. Hier ist sich viele an Entwicklung hin zu einer noch moderneren und auch wettbewerbsfähigen Universitätsmedizin. Ja, ich kann jetzt nur nochmal unterstützen und unterstreichen. Ich danke den Herrn hier, dass Sie die Verantwortung übernehmen, diesen Prozess jetzt zu gestalten. Wie gesagt, die Landesregierung
steht an Ihrer Seite und wir werden Sie dort unterstützen, wo Sie Unterstützung brauchen, um hier in das ruhige Fahrwasser zu geraten, wieder was diese Klinik benötigt. Und ja, wir arbeiten fast 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ärztinnen und Ärzte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Krankenschwestern, Pflegerinnen und Pfleger und all die. Für die ist es vor allen Dingen wichtig, dass wir hier einen guten, verlässlichen Arbeitsplatz haben, dass wir die Krankenversorgung machen. Und all die tun ihren Job jeden Tag, wie es gerade gehört, von allerhöchster Intensivmedizin oder auch allerhöchsten Anforderungen bis hin zu dem wirklich täglichen, was hier an täglicher Arbeit geleistet wird. Dafür nochmal vielen Dank und ja, ich glaube, wir sind offen für Fragen. Frau Minister Martin, vielen Dank für dieses Bekenntnis zu unserer Universitätsmedizin. Und jetzt stehen wir Ihnen für die Fragen gerne zur Verfügung. Bitte, Frau Professor. Zwei Fragen, ich glaube, an Herrn Groth. Einmal würde ich Sie bitten, kurz die finanzielle Situation der Universität Rostock darzulegen, in den Debatten der letzten Wochen. Da ja immer wieder auch von Sparzwängen die Rede. Und das Zweite ist die Bitte um ausführlichere Erläuterungen zum Personalplan, vielleicht auch Professor Schaffmeier, der ja angeführt hat, letzte Woche sei da aufgestellt worden. Wie ist denn da toll und wie ist das? Ist. Also zur finanziellen Situation. Sie wissen, dass im Jahr 2019 die Universitätsmedizin Rostock erstmals tief in die roten Zahlen gerutscht ist. In den Jahren zuvor gab es immer leichte Überschüsse. Damals wurden, glaube ich, Diskussionen geführt über irgendwelche Gewinnorientierungen in der Medizin oder so. Das ist, muss ich mal sagen, ausdrücklich, aus meiner Sicht jedenfalls falsch. Es geht nicht um Gewinne, die von irgendeinem Kapitaleigner abgeschöpft werden, sondern ein Klinikum ist ein Unternehmen, das ist keine Planungsbehörde. Man weiß nicht genau, wie welche Patienten kommen werden, welche Einnahmen man erzielen wird. Man muss auf der anderen Seite genauso das Personal immer steuern, also das sind gewisse Unwägbarkeiten. Deswegen kann es mal auch dazu kommen, dass man Überschüsse macht, aber das sind keine Gewinne sozusagen im kapitalistischen Sinne, sondern da bleibt was übrig. Das Land hat diese Mittel auch immer in dem Unternehmen selbst belassen. Im Jahr 2019 war damit aus unterschiedlichen Gründen abrupt Schluss. Ich denke, da kommen verschiedene Komponenten zusammen. Wir haben einerseits die Rückkehr des Unternehmens in den öffentlichen Tarif, genauso wie die Universitätsmedizin Greifswald. Wir haben zweitens, wir nennen das immer so Sättigungstendenzen, also einen gewissen Rückgang und ein gewisses Einbremsen der Patientenzahlen und Schweregraden. Und ich würde mal sagen, ein dritter Punkt war auch, Sie wissen, damals war die Universitätsmedizin Rostock schon in einer schwierigen Führungssituation. Und Universitätsmedizin sind sehr komplexe Unternehmen und schwierige Führungssituationen führen nicht dazu, dass die Abläufe optimal organisieren und dann funktionieren. Dann hat das auch wiederum Konsequenzen. Im Jahr 2019 haben Aufsichtsrat und Vorstand gemeinsam eine Sanierung verabredet. In einem Zeitraum von ganz gut 3 bis 5 Jahren. Das Ganze ist natürlich jetzt durch Covid ein bisschen noch zu verlängern, beziehungsweise das muss man einbeziehen, dass das auch Konsequenzen haben kann. Der Jahresabschluss für das letzte Jahr ist noch nicht festgestellt, aber ich darf so viel sagen, das Defizit ist zwar kleiner geworden, erfreulicherweise, aber wir bewegen uns im Bereich der Krankenversorgung noch immer in einem zweistelligen Millionendefizit. Mehr möchte ich im Verständnis, solange das im Aufsichtsrat noch nicht offiziell festgestellt ist, noch nicht sagen. Und ja, das ist sozusagen die Situation. Ich glaube, hat auch keiner erwartet, dass man binnen eines Jahres irgendwie ein solches strukturelles Defizit abbauen kann. Und die Frage, wie weit wir damit kommen, das kann man heute im Moment noch nicht genau sagen. Wir müssen da, deswegen haben wir extra auch gesagt, wir nehmen uns externe Gutachter, sich anschauen, was ist an diesem Standort eigentlich möglich. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, dass es einen Unterschied macht, ob die Neurologie hier am Standort ist oder in Gehlsdorf. Ist sie in Gehlsdorf, werden ständig Ärzte und Patienten hin und her gefahren. Dafür brauchen sie zusätzliches Personal, das kostet Zeit. Das sind alles auch am Ende wirtschaftliche Verluste. Und mit der ZNF wird sich da an einigen Stellen etwas ändern mit der Zentralisierung. Wir müssen dann uns anschauen, auf Basis solcher objektiven Fakten, wie wir den Sanierungsprozess weiter gestalten. Die Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, kann man schon so interpretieren, dass wir diesen Sanierungsprozess etwas bremsen und sagen, wenn Ärzte und Schwestern und andere sagen, das geht so zu schnell, das haut so nicht hin, dann muss man da reagieren, das haben wir getan. Also insofern, naja, Rede kurzer Sinn, befindet sich die Universitätsmedizin Rostock wirtschaftlich gesehen in einem Prozess der Gesundung.
Es ist deutlich besser als 2019, aber wir werden sicherlich noch einige Arbeit haben, uns dem eigentlichen Ziel zu nähern. Würde ich doch mal sagen, wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann würde ich den an die nächste Bundesregierung richten. Das Krankenhausfinanzierungssystem ist nicht unproblematisch, wie ich finde. Es gibt dann andere, die sagen, das mag kann sein, aber wem fällt etwas Besseres ein? Und es gibt von Seiten der Universitätsmedizin ja schon seit vielen, vielen Jahren den Vorschlag, dass man für Universitätsmedizin einen Systemzuschlag gewährt, eben aus den Gründen, die schon diskutiert wurden. Erstens werden die Ärzte der Zukunft weitergebildet. Das haben andere Krankenhäuser so nicht. Das sind auch Belastungen oder Aufwände. Wir haben das Thema Maximalversorger. Also am Ende, Herr Schaffner hat es gesagt, müssen wir immer jeden Patienten nehmen. Andere Krankenhäuser haben die Möglichkeit, ihre Patienten abzugeben. Ich sage es jetzt mal, entweder wenn die Fälle nicht so lukrativ sind oder wenn es nicht, wenn die Voraussetzungen in dem Krankenhaus dafür nicht gegeben sind. Deswegen muss eine Uniklinik immer so einen Sicherheitspuffer haben, aber der wird im Moment in den Finanzierungsstrukturen nicht abgebildet. Also wir könnten ganz viele Probleme einfach dadurch lösen, dass man das endlich politisch anerkennt. Da ist, glaube ich, eine interessante Diskussion, und ich glaube auch, dass gerade durch die Corona-Pandemie sich das Argument nochmal verstärkt hat, und nicht nur auf die Universitätsmedizin, sondern alle maximal versorgen. Corona-Pandemie hat gezeigt, dass man starke Krankenhäuser braucht, die in einer zugespitzten Situation für das restliche Krankenhaus- und Gesundheitssystem so etwas wie eine letzte Haltelinie darstellen. Sie können sich noch erinnern, wie die Leistungen der Krankenhäuser eingeschränkt wurden in den letzten Monaten, teilweise auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie. Und wenn es einige noch nicht überzeugt haben sollte, dass große Krankenhäuser Reservestrukturen brauchen und deshalb Systemzuschläge, dafür ist die Corona-Pandemie die beste Lerngelegenheit dafür, die beste Gelegenheit zu lernen und zu akzeptieren, dass das wie bei der Feuerwehr ist, die bezahlt man in der Hoffnung, dass es niemals brennt. Aber man bezahlt sie halt, man hält sie halt vor. Und mindestens die großen Maximalversorger, auch durchaus nicht nur die Kliniken, aber vor allem, ich glaube, sind so etwas auch nicht nur Spitzenleister, sondern so etwas wie Feuerwehr im Krankenhaussystem. Und das muss sich in der Finanzierung endlich aus meiner Sicht niederschlagen. Und da hoffe ich auf die Bundestagswahl und kluge Entscheidung. Frau Professor, die zweite Frage, die an Herrn Professor Scharfenherr bezüglich der Planung des Personals. Ich habe schon angesprochen, Herr Scharfenherr. Also ich glaube, es ist auch rausgekommen, und das merke ich auch für die Chefärzte, die sehr geschlossen hier an der UMR sind. Das ist ein Zustand, den ich von anderen Kliniken ganz anders kenne. Also man spricht sich sehr ab, es hat viele Treffen zwischen den Chefs auch gegeben. Und die Voraussetzungen sind heute ganz andere, als wie sie 2019 waren oder 2017 waren. Das heißt, wir haben zum Teil Kliniken zusammengelegt, wir haben viele Veränderungen durchgeführt, und da ist dann so auch schon wieder Personalveränderungen da. Wichtig ist, dass jetzt jeder Chef, der einen besonderen Bereich führt, dass dieser seine personelle Verstärkung aufzeigt. Und da gibt es welche, und welche, die gesagt haben, ich brauche nichts. Und das ist aufgeschrieben worden und diskutiert worden. Und hier sind die Mittel so verteilt worden, dass alle, die dort Erweiterungen aufgezeigt haben, dann auch diese bekommen. Das bezieht sich nicht nur auf die Ärzte, sondern es bezieht sich auch auf den Funktionsdienst, bestimmte Schwestern, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, also ganz viele andere, die auch an der Behandlung der Patienten beteiligt sind. Zwei Nachfragen. Das eine ist die Geschlossenheit der Chefärzte, die Sie da vorheben. Warum schieren 41 Ärztinnen und Ärzte mit einem Brief aus? Hat das mit den alten Führungsstrukturen zu tun, dass sie keinen Ansprechpartner gefunden haben? Und das zweite ist nochmal eine Frage mit etwas konkreteren Angaben, was die Kliniken betrifft, mit besonderem Bedarf. In der Klinik kennt man jetzt immer Intensivmedizin, ist in dem Kontext dann mehrfach schon mal in der Öffentlichkeit diskutiert. Wir haben, das können Sie noch ein bisschen konkreter sagen, wo liegt so etwas mit Bedarf? Vielleicht habe ich die Frage mit den Kliniken. Letztendlich haben wir
klinische Funktionseinheiten hier an der UMR und die 41 Klinikdirektoren scheren ja nicht aus, sondern die haben zusammen praktisch gesagt, wir haben hier einen Bedarf und wollen etwas zu Gehör bringen. Das heißt also, ich bin mir nicht sicher, ob hier von Ausscheren gesprochen werden kann, sondern man müsste eher sagen, die sind in einem regen Austausch, was eigentlich für das, und das hat Kollege Schafmeier eben ja auch gesagt, das zeigt, dass die Kommunikation innerhalb der medizinischen Versorgung ja auch funktioniert. Und wir haben einen Bedarf aufgezeigt und die Politik hat reagiert und wir schauen jetzt, dass wir dieses Universitätsklinikum zukunftsfähig aufstellen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und eben, es war kein Ausscheren, sondern es ist eine große Geschlossenheit. Und was ich auch nochmal betonen möchte, ist, wir schauen uns das an von medizinischen Abläufen. Wir schauen uns nicht eine Berufsgruppe oder so etwas an, sondern wir sagen, wie können wir die medizinischen Abläufe optimal gestalten. Da gibt es zum Teil Zusammenlegungen von Abteilungen und weil Sie eben die Kinderklinik, die Kinderintensivstation angesprochen haben, will ich das vielleicht etwas ausführen. In einer normalen Kinderintensivversorgung nutzt man häufig die Synergien zwischen einer Neonatologie, also der intensivmedizinischen Versorgung von Neugeborenen, und hat in räumlicher Nähe praktisch Tür an Tür die normale Intensivstation. Warum auch immer in der Vergangenheit diese Gespräche nicht erfolgreich zu Ende geführt werden konnten, wir nehmen das jetzt wieder auf und werden das mit Hochdruck durchdiskutieren. Diese Synergien konnten wir nicht nutzen, aber wir haben andere Synergien praktisch genutzt und aufgezeigt. So haben wir praktisch zum Beispiel die Erwachsenenintensivmedizin hier mit ins Boot geholt und haben eine, und das ist ein innovatives Konzept, wo wir praktisch eine Erwachsenenintensivmediziner Beteiligung an der Kinderintensivstation haben. Das wird vom Personal auch als sehr positiv aufgenommen, weil, man kann sich das vorstellen, glücklicherweise haben wir nicht so viele Kinder, die auf der Intensivstation sind. Aber wenn jetzt die Kinderintensivmediziner mal tageweise oder wochenweise in die Erwachsenenintensivmedizin gehen, dann können sie manche Handgriffe, wie zum Beispiel das Intubieren, sehr viel mehr lernen. Das heißt, was wir machen ist, wir vernetzen unsere ganze Kinderklinik mit angrenzenden Bereichen. Das betrifft jetzt auch die Kinderchirurgie zum Beispiel, wo wir auch praktisch interdisziplinäre Konzepte haben, die ja auch auf die Intensivstation rotieren und dann praktisch wir dort einen Vernetzungscharakter haben. Also es ist ein normaler Prozess in der Intensivmedizin, dass man Vorhaltungen machen muss. Und wir haben, ich habe das gestern gecheckt, wir haben 10 Intensivbetten für unsere Kinder und gestern hatten wir eine Belegungsquote von 3 von 10 Betten waren belegt. Das war aber zu Beginn der Woche ganz anders. Da haben wir plötzlich, weil jetzt nach Corona plötzlich Virusinfektionen, die wir normalerweise erst im Herbst erwarten, die fluten jetzt an. Und da hatten wir zu Beginn der Woche eine Situation, wo wir plötzlich gesagt haben, alle Betten sind voll. Und das ist nicht nur bei unserem Klinikum so, das war München, musste sich auch neulich einmal abmelden. Wenn eben eine vermehrte Nachfrage ist, dann kann es sein, dass man sagen kann, okay, alle Betten sind voll, dann ist es für das Kind besser, wenn wir das praktisch in ein anderes Klinikum mit einem entsprechenden Ausbildungsniveau verlegen. Das sind diese Vorhaltekosten und die sind in der Kindermedizin ganz besonders. Und das ist auch das, was die Ministerin und Herr Brunkopf gesagt hat. Diese Bereiche sind in den bisherigen Abrechnungssystemen leider nicht auskömmlich abgebildet und finanziert. Und das müssen wir jetzt, muss die Politik nachholen. Herr Brunkopf baut auf die Bundestagswahl. Wir bauen auf die Zeit, dass das möglichst schnell geht. Aber das ist die Situation in der Kinderintensivmedizin, in der wir stehen. Herr Junger, vielen Dank. Bitte sehr, bitte sehr. Ja, wir Journalisten würden ja mal gerne Zahlen. Also, zu der letzten Aussage dann von Ihnen, Frau Simonetz, wie viele Betten bräuchten wir denn in der Intensivmedizin, Kinderintensivmedizin, wenn Sie sagen, dieser Vorhalteeffekt, um den zu gewährleisten? Ja, Professor Schafmann, Sie hatten gesagt, die einzelnen Abteilungen haben Ihnen dafür aufgezeigt. Können Sie da Zahlen dazu sagen, wie hoch und wo die am höchsten waren? Herr Brotkopf, Sie hatten gesagt, diese Reservevorhaltung, das muss abgepuffert werden, dazu braucht es mehr Geld. Wie viel sollte das denn sein? Kann man da Zahlen nennen? Und die letzte Zahl, die ich noch gerne hätte, durch den Auszug der Forschung aus dem Kinderbereich, wie viele Becken können da zusätzlich geschaffen werden, kann man das sagen? Herr Junge.
Ich habe erstmal die ganzen Kinder, Fragen zur Kindermedizin vielleicht beantworten. Wir haben 10 Intensivbetten hier und ich glaube, das, was man sehr stark anstreben muss, ist eigentlich, die neonatologische Intensivmedizin hat ein eigenes Dienstplansystem, ist ein komplett eigenes Team von der pädiatrischen Intensivmedizin, die wir hier am Campus haben. Und diese organisatorische Trennung ist letztendlich schwierig, weil wir praktisch hier, was die Facharztbesetzung, andere Besetzungen angeht, praktisch nebeneinander her agieren. Das müssen wir angehen und das müssen wir mit sehr viel Intensität angehen. Das machen wir ergebnisoffen, aber mit der notwendigen Dringlichkeit, dass wir das lösen. Die 10 Betten, die wir jetzt momentan hier intensivmedizinisch betreiben, sind wohl berechnet und auch aus meiner Sicht auskömmlich für den Moment. Wenn sich die demografische Entwicklung so entwickelt, wie sie vorhergesagt ist, dass wir praktisch in der Region Rostock einen Zuwachs an Kindern haben, dann mag das sein, dass das nicht auskömmlich ist. Aber wir müssen schauen, dass wir diese organisatorischen Prozesse entsprechend zusammenholen und dadurch die gewisse Stärkung erreichen. Der Rauszug von Laboren aus diesem Gebäude hier wird dazu führen, dass wir Flächen frei machen. Die Pädiatrie ist inzwischen zu großen Teilen ein ambulantes Fach. Ich hatte eben schon mal historisch ausgeführt, die Kinderklinik hatte schon mal 450 Betten gehabt und wir betreiben hier gegenwärtig 38 Betten. Das ist in ganz Deutschland so, dass die Kindermedizin ambulant ist und deswegen werden wir diese Flächen auch nutzen, um nicht Betten aufzustellen, sondern primär um Ambulanzbereiche praktisch zu erweitern. Und da liegt uns besonders am Herzen das sozialpädiatrische Zentrum, weil das ein Bereich ist, wo viel Bedarf ist und den haben wir hier in den vergangenen 5 Jahren sehr erfolgreich aufgebaut und hier haben wir auch einen Mehrbedarf und so werden wir das nutzen. Aber das wird auch wesentlich die Kinderklinik inhaltlich mitgestalten. Wir können das als Vorstand natürlich nur flankieren und die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Kinderklinik sich hier gut weiterentwickeln kann. Danke, Herr Scharfenberg, folgen Sie daran. Ja, also ich wollte noch ganz kurz auf Ihre Frage eingehen. Also es haben nicht 41 Chefärzte sind ausgeschert, sondern das sind ja 95% der Ärzte. Das sind ja die Ärzte und Klinikchefs, die hier an der Klinik tätig sind. Ne? Das sind ja eben nicht ausgeschert, sondern das ist eigentlich die geballte Ladung sozusagen der Ärzte, die das gemacht haben. Herr Jungmanns und ich haben das ja auch mit unterschrieben. Man muss mit offenem Visier gewisse Sachen auch ansprechen und da ist jetzt keiner ausgeschert, sondern wir sind geschlossen, so dass wir konstruktiv mit dem Aufsichtsrat gute Gespräche geführt haben und am Wohlergehen der Patienten maßgeblich interessiert sind. Und das erreichen wir auch. Zu den sind ja so welche Dinge auch betroffen gewesen, dass wir natürlich verschiedene Gespräche auch mit einer Gruppe von Ärzten, auch mit dem Vorstand, aber die Dinge sind auch so gebrannt sozusagen, dass dann auch übergeordnete Stellen auch man mit denen besser ins Gespräch kommen muss. Und das haben wir dann auch getan und auch sehr schnell getan. Und das Wichtige ist, dass wir jetzt nach vorne blicken und diesen Schwung jetzt auch weiter mitnehmen. Und wir haben ja in vielen Bereichen auch schon zeigen können, dass wir auch gewisse Sachen auch sehr schnell bearbeiten können. Wenn man jetzt nochmal an diese Personalstellen geht, da ist es so, dass wir gesehen haben, dass es bestimmte Querschnittsbereiche gibt und da können wir uns überhaupt nicht erlauben, dass da möglicherweise mal ein Intensivbett oder so nicht gefahren werden kann, weil dort 1, 2, 3 Leute krank sind oder hier ist möglicherweise Budgets gibt, wo wir dann Probleme bekommen. Jedes Intensivbett, was hier ist. Und wir haben die Hälfte von dem, was wir im KSH hier haben. Hier werden ja auch am Intensivbett 2 bis 3 Patienten zum Teil versorgt. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir erkannt haben,
dass wir natürlich auch besondere Bereiche haben, wo der Druck auch so groß ist, auch von außen uns immer wieder, also wir müssen ja leider auch ganz viele Patienten ablehnen. Also das ist ja nicht so, dass wir jeden Patienten hier leben können. Wir kriegen ja auch Anrufe und irgendwann sind die Kapazitäten auch erschöpft. Aber wir versuchen, jeden Patienten zu nehmen, auch das Elektivprogramm, also die geplanten Patienten möglicherweise ausfallen zu lassen oder zu verschieben, um erstmal andere Patienten anzunehmen. Das ist eine Strategie, die andere Häuser ganz anders machen. Und wir haben erkannt, dass diese Querschnittsbereiche, wie zum Beispiel Radiologie, Intensivmedizin, total wichtig sind. Und wenn man da nur geringste Einschränkungen hat, dann leiden halt die Abläufe darunter. Und wir orientieren uns, wie Herr Jung schon gesagt hat, absolut an den Abläufen. Und die müssen verstärkt werden. Das ist so kleinteilig jetzt in vielen Bereichen, außerdem ist es noch nicht vom Vorstand sozusagen abgesegnet, aber es ist mit einer Gruppe von Chefärzten erarbeitet worden im Konsens. Herr Brucker, bitte. Ja, ich habe ja eine Frage, die jetzt ist unseriös, Herr Bissum. Also mir sind keine wissenschaftlich exakten Studien bekannt, aus denen man jetzt ableiten kann, wie viel es ist. Aber wenn man sich anguckt, wie immer wieder auch Unikliniken in Deutschland ins Minus geraten, in welchem Umfang, dann spricht viel dafür, dass wir über einen Zuschlag von 5-10% der bisherigen Leistungen reden. Also das würde bedeuten, dass wir ungefähr bei 15 bis 25 Millionen Euro pro Jahr sind pro Universitätsstandort. Und ich möchte vielleicht auch kurz erläutern, was das Problem ist. Also das eine habe ich ja schon gesagt, aber welche Auswirkungen das hat, dass wir es im Moment nicht haben. An einem Universitätsklinikum wählen ja Fachärzte, Oberärzte etc. auch die nachfolgenden Kollegen aus. Und sie laufen dann häufig parallel oder in dem Moment, wo dann die Ärzte, die erst in Ausbildung sind, ihren Dienst ausüben, müssen dann im Hintergrund die entsprechenden Fachärzte immer bereitstehen, um notfalls irgendwann etwas Besonderes passiert, doch ins Klinikum zu fahren und diesen Assistenzarzt etc. zu unterstützen. Darunter leidet nicht die Krankenversorgung, das haut schon hin, aber was darunter leidet, ist die familiäre Situation und die gesundheitliche Situation der eigentlichen Ärzte, die im Prinzip immer wieder bereitstehen müssen, um Kollegen, die erst noch in der Ausbildung sind, die Unterstützung zu gewähren. Und das ist so ein bisschen das eigentliche Problem in einem Universitätsklinikum. Also in privaten Häusern ist es vielleicht so, dass die Abläufe so rigide sind, damit eine entsprechende Rendite entsteht. Im Uniklinikum ist es so, dass einfach, weil es eine Durchschnittsvergütung gibt, die für alle gilt und die Sonderkosten nicht abgebildet sind, eben dann bestimmte Experten mit einer ganz, ganz besonderen Arbeitsbelastung, mit einer ganz besonderen Arbeitsbelastung versehen sind. Damit ich das vielleicht auch mal sagen darf, weil wir das bisher noch gar nicht so kommuniziert haben. Sie wissen, dass es über viele Jahre, ist auch eine Zahl, über viele Jahre erhebliche Engpässe im Bereich der Pflege gab. Es ist auch heute noch nicht alles schön. Es wurde darüber diskutiert, dass man im Bereich der Pflege sparen würde. Ich würde mal ganz ausdrücklich sagen, dass wir auch im Rahmen des Sanierungsprozesses bei der Pflege nie irgendwelche Einschnitte vorgenommen haben, sondern wir heute etwa 200 Pflegekräfte mehr an Bord haben als vor 3 oder 4 Jahren. Es ist auch in der Sanierung systematisch der Pflegebereich ausgebaut worden, um dort die Probleme, die ja viele Jahre diskutiert wurden, ein Stück weit abzustellen, flexible Modelle auch zu schaffen. Und Frau Baban, ich habe das schon mehrfach vorgestellt, diesen sogenannten Flexpool, dass es also eine Gruppe von Pflegekräften gibt, die jederzeit oder einigermaßen jederzeit einspringen können, wenn in Kliniken Krankheitsfälle auftreten etc., damit auch da die Arbeitsbelastung für die Pflegekräfte sich verbessert oder jedenfalls nicht so stark ist. Also auch das sozusagen ist mal eine ganz gute Botschaft, dass es also hier nicht dieser Prozess, in dem wir hier eingetreten sind, dass der nicht darauf angelegt ist, da jetzt ohne Sinn und Verstand irgendwas zu machen, sondern wir haben bewusst trotz der Sanierung massiv in den Bereich Pflege investiert und Personal aufgebaut. Dankeschön. Zur Frage. Herr Junger, wollten Sie was sagen? Ich wollte vielleicht ergänzen. Die beiden Universitätsmedizin im Land verantworten fast 1/4 aller Patientenversorgungen praktisch im Land. Und wir sehen uns auch ganz klar als Ausbildungsstätten für die verschiedenen Berufsgruppen, egal ob das jetzt die angehenden Ärzte in der Weiterbildung oder in der Grundausbildung sind, also die Studenten. Es betrifft auch die Pflege, betrifft andere Berufsgruppen, die vielleicht halt in der Schnittmenge irgendwo sind. Und
Wir haben vor einigen Jahren ist entschlossen worden, dass wir keine Kinderkrankenschwestern mehr hier an der Universitätsmedizin zum Beispiel ausbilden. Das hatte man damals gesagt, ist nicht so notwendig, man braucht das nicht, weil man hat so viele Kinderkrankenschwestern. Diesen Prozess hat man 2015 und 2016 erkannt, dass das praktisch nicht weitblickend ist und man hat den Prozess verändert und begonnen, wieder Kinderkrankenschwestern auszubilden. Und jetzt, seit 2 Jahren, haben wir wieder die Möglichkeit, dass wir praktisch unsere eigenen, um die 20 Kinderkrankenschwestern werden pro Jahr ausgebildet und wir werden jetzt zum 1.9. 7 neue Kinderkrankenschwestern hier an Bord nehmen. Was ich damit sagen möchte ist, manchmal muss man Dinge vordenken, aber die Früchte kann man dann praktisch erst Jahre danach leider ernten. Und das ist halt so. Und dafür stehen wir Universitätsmedizin auch, dass wir auch erkennen vielleicht und auch dem Land vielleicht beratend zur Seite stehen, wo ist eigentlich ein kommender medizinischer Bedarf, wie können wir den adressieren oder wo ist ein kommender medizinischer Versorgungsbedarf, was können wir da machen? Danke zu Ihrer Frage der Forschung. Wir haben in der Kinderklinik auch Stellen für Forschung und Lehre, die wir Kolleginnen und Kollegen unterrichten und arbeiten teilweise auch in der Krankenversorgung. Und zu den Flächen in der Forschung haben wir schon erwähnt, dass wir jetzt mit dem Biomedikum die Möglichkeit haben, Flächen auszulagern, Forschungsflächen ins Biomedikum und hier Flächen für die Krankenversorgung zur Verfügung zu stellen. Bitte sehr. Vielleicht nochmal eine Frage an Herrn Junghans. Weil jetzt häufig wieder die Rede von der Neonatologie, die jetzt nicht mehr an der OMR angesiedelt ist. Die Geburtsstation ist ja ähnlich. Das wäre die erste Frage, muss man da rückblickend vielleicht sagen, dass das ein Fehler war, das auszulagern. Und dann, wenn man jetzt mit dem Verband der Kinderärzte spricht, dann ist ja die Rede, dass das jetzt kein Prozess ist, der, also diese Zuspitzung jetzt, dass es nichts ist, was sich jetzt kurzfristig entwickelt hat, also dass das doch schon länger geht und dass sich das aber auf der anderen Seite personell die Bremsspur, sage ich mal, auch länger sein wird, auch was die Ausbildung wieder angeht und auch was wieder stellen, also den Standort wieder attraktiv zu machen. Vielleicht können Sie da nochmal einschätzen, wie lange wird sich das noch auswirken oder wann kommt man da wieder, sag ich mal, an eine Position, wo man sagt, da wollen wir hin. Und dritte Frage dazu, es war auch immer wieder die Diskussion, dass bestimmte Sachen nicht geleistet werden können gerade, oder dass bestimmte Spezialisten fehlen. Im Intensivbereich in der Kinderklinik zum Beispiel, können Sie dazu nochmal was sagen? Ist es was hier gerade nicht geleistet werden kann? Gut, erste Frage. Ich glaube, ich bin jemand, der hier sehr stark auch fokussieren wollte darauf, wo wir uns hin entwickeln. Man kann aus der Vergangenheit lernen und feststeht, diese Entscheidung ist ja vor ungefähr 2 Dekaden gefällt worden. Es mag sein, dass damals, da war ich nicht in die Entscheidungsprozesse involviert, dass das dass es dort Gründe gab, warum man diese Entscheidung so gefällt hat. Wir alle sind überrascht, in welchem rasanten Tempo sich die Medizin verändert. Und nicht alle Universitätskliniker hätten vor 2 Dekaden gesagt, eine Ein-Campus-Strategie ist ein Muss. Ja. Insofern mag es sein, dass die moderne medizinische Versorgung sich hier in einem Tempo entwickelt hat, wo man Dinge neu bewerten muss. Und dafür stehen wir hier auch als Vorstand, Aufsichtsrat und Politik, dass wir jetzt diese Situation, wo stehen wir jetzt, was ist die neue medizinische Versorgung, die wir brauchen, das müssen wir neu bewerten und wir müssen in diesen Prozess einsteigen. Und ich hoffe, das sage ich ganz ehrlich, dass wir innerhalb von 4 bis 6 Monaten so weit sind, dass wir sagen, okay, das ist das Konzept, das wir verfolgen werden. Und es ist auch klar, dass man wahrscheinlich über Zwischenschritte wird gehen müssen. Aber, und da wiederhole ich mich, der medizinische Prozess, dass ich 24 Stunden, 7 Tage die Woche den Neurochirurgen ans Bett holen kann, dass ich ein MRT habe, dass ich vielleicht die Möglichkeit habe, im Rahmen eines telemedizinischen Hubs als Berater für die Zuweiser oder für die Ratfragenden zur Verfügung stehe, das ist relativ klar, das wird man nur beim Maximalstversorger, also bei den Universitätsmedizinen, sehr stark lokalisieren können, weil wir eben inzwischen so eine vernetzte und fein abgestimmte Medizin haben. Und ich bin ja Krebsspezialist und bei uns ist in der Versorgung inzwischen das so, dass wir ganz fein
ausgeklügelte Systeme haben, wo praktisch der Strahlentherapeut, der Chirurg, der internistische Onkologe, das muss alles ineinander greifen mit möglichst kurzen Wegen. Insofern möchte ich die Standortfrage, das war ja ein Aspekt Ihrer Frage, momentan gar nicht eröffnen, sondern ich möchte erstmal sagen, okay, was brauchen wir aus Sicht des Patienten für eine moderne Versorgung? Und ich kann nur sagen, wir treten in diesen Prozess ein und schauen, dass wir sehr schnell, wir haben jetzt die Landtagswahl, die Bundestagswahl, dass wir sehr schnell in diesem Umfeld, im Übrigen auch mit unseren Zuweisern, mit dem Bund der niedergelassenen Pädiater, im Schulterschluss praktisch in diesen Prozess eintreten, sodass wir hier für die Patienten eine Lösung finden können. Vielen Dank, Herr Junghans. Wir haben noch 5 Minuten. Es sind noch Fragen von Ihrer Seite. Vielleicht an Herrn Brotkorb lässt sich beziffern, wie hoch die Kosten sind durch diesen verstreuten Campus, die Mehrkosten. Und wäre dieses Ein-Campus-System an diesem Standort überhaupt umsetzbar? Also diese Ein-Campus-Strategie wird ja von allen Beteiligten, wenn ich mich recht entsinne, jetzt schon seit mehreren Jahren verfolgt. Also die ZMF hier hinzusetzen, ist ja ein erster großer Schritt in diese Richtung. Ich halte mich jetzt, da ich nur wenig Vorlesungen im Bauingenieurwesen besucht habe oder Architektur, ein bisschen zurück bei der Bewertung der baulichen Angelegenheiten. Aber die Unterlagen, die ich kenne, die gehen schon davon aus, dass es an diesem Standort möglich ist. Ansonsten wäre der erste Schritt mit der ZMF nicht gemacht worden. Was die Mehrkosten angeht durch die Infrastruktur, das ist ja genau die spannende Frage, die wir im Moment heute nicht oder ich jedenfalls nicht seriös beantworten kann. Wir haben deshalb ja verabredet, dass wir ein unabhängiges Gutachten in Auftrag geben wollen, wo dann geschaut wird, was ist eigentlich in den DRGs normalerweise finanziert an Infrastrukturkosten für ein solches Krankenhaus und wie sehen die Infrastrukturkosten oder man kann ja nicht sagen Infrastrukturkosten, durch die Zergliederung der Klinik ausgelösten Mehrkosten, das sind ja teilweise auch Personalkosten, also wie sehen die aus, um sich das dann zurechtzulegen. Also wir haben nur als Aufsichtsrat und Landesregierung am Ende gesagt, wir warten jetzt nicht das Gutachten ab, um dann irgendwie über Geld zu entscheiden, sondern wir akzeptieren, dass hier Nachschauungsbedarf seitens der Chefärzte gesehen wird und geben jetzt schon mal Mittel frei, einfach um da auch sicher zu gehen und wenn es Probleme gibt, sie abstellen zu können, um dann auch die Zeit zu haben, diese andere Frage wirklich seriös zu klären. So. Aber wie groß genau das jetzt ist, kann ich Ihnen leider noch nicht sagen, da arbeiten wir dran. Oder das wird der kaufmännische Vorstand machen, das macht ja nicht der Aufsichtsrat, der wird dann entsprechend ein Gutachten in Auftrag geben und dann werden wir es wissen. Dankeschön, wir haben noch 2 Fragen gesehen dieses Jahr. Vielleicht können Sie noch mal 3 Worte zur Personalie Schmidt sagen. Warum wurde er freigestellt, wenn doch diese Probleme eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren bekannt sind, wenn sie in der Struktur liegen, wenn sie in der Facharztausbildung, Weiterbildung liegen und so weiter und so fort. Warum musste er denn freigestellt werden nach diesem Anruf? Also, ich würde es mal so sagen, es wird Sie nicht überraschen, dass ich aus rechtlichen und anderen Fürsorgegründen mich bei Personalfragen öffentlich nicht äußere. Da habe ich keine Veranlassung zu, ich glaube, wäre auch nicht sachgerecht. Was man feststellen kann, ist vielleicht Folgendes. Eine Universitätsmedizin hat immer eine besondere Herausforderung, die besteht aus Folgendem. Und diese Herausforderung ist, im Unterschied zu jedem anderen Krankenhaus, der Vorstand besteht aus 4 gleichberechtigten Geschäftsführern, wenn Sie wollen. Für Pflege, für den wirtschaftlichen Bereich, für den ärztlichen Bereich und für den wissenschaftlichen Bereich. Da gibt es keinen Chef. Die sind alle gleichberechtigt und führen ihr Ressort. Und am Ende vertreten sie die Universitätsmedizin gemeinsam. Und wenn wir dann gleichzeitig einen Sanierungsprozess haben, dann kann sich jeder vorstellen und Herausforderungen, dass das alles nur reibungslos klappt, wenn die Zusammenarbeit zwischen diesen 4 optimal funktioniert. Nur dann geht das. Und ich glaube, man kann sagen, das sagt ganz neutral, ohne auf irgendeine Person bezogen, das würde ich sagen, würden Frieden schaffen. Johannes wahrscheinlich bestätigen, das könnte daran liegen, dass es auf dem Weg gegeben hat, dass diese Zusammenarbeit, dieses Teamfeld, das wir brauchen für diesen Standort, nicht mehr so funktioniert hat, wie man es braucht. So. Und da es am Ende um die bestmögliche Patientenversorgung geht und nicht um irgendwelche einzelnen Personen, hat der Aufsichtsrat dann nach gründlicher Prüfung und mit guten Argumenten mit 8 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung gesagt, dass dieser Standort sich neu aufstellen muss. Dankeschön. Eine letzte Frage bitte. Ich wollte dasselbe Thema fragen, aber vielleicht nochmal an Formate. Wir hatten uns ja bisher noch auch zu dieser Personalfrage nicht geäußert. Sehen Sie das jetzt als befriedigend an, auch mit der Neuaufstellung hier? Konnte man das auch aus Landessicht nicht langfristiger sehen, dass das hier nicht so funktioniert hat?
Allein der Vertrag, der das gelesen über 5 Jahre geht, das sind ja auch, wenn hier über Geld gesprochen wurde, einige Millionen, die jetzt noch an Gehalt für Herrn Schmidt fällig sind. Wie passt das aus Ihrer Sicht zusammen? Jetzt werden die Angelegenheiten erstmal durch den Aufsichtsrat geklärt. Ich bin froh, dass jetzt hier so konstruktiv an den Lösungen für die Probleme und Herausforderungen gearbeitet wird. Wir haben wirklich, ich habe es ja schon gesagt, ich bin wirklich dankbar, dass hier so stark jetzt auch und so schnell auch agiert wird. Zur Personalie kann ich mich auch nicht weiter äußern. Das ist etwas, was durch den Aufsichtsrat jetzt geklärt wird. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir jetzt sozusagen mit dieser Aufstellung die Herausforderung anpacken am Universitätsklinikum und dass wir in ruhige Fahrwasser kommen. Vielen Dank. Verehrte Damen und Herren, ich hoffe, wir konnten Ihre Fragen beantworten und wir bitten Sie um Ihre Berichterstattung. Ich wünsche Ihnen eine schöne Tag, eine schöne Woche. Wir sehen uns wahrscheinlich bald wieder. Vielen Dank.